Unser bester Freund, kleiner Donner, sind zu allem bereit. Ja, Kari. Ja, Kari. Ist dein Freund mal in Gefahr, sind die beiden immer da. Ja, Kari. Ja, Kari. Ja, Kari. Ich hab Durst. Ist ja leer. Du hast mir nichts übrig gelassen. Ich hab auch nicht mehr getrunken als du. Und wieso ist die Flasche dann schon leer? Ich habe Durst. Willst du behaupten, dass ich lüge? Oh. Weiter! Fettauge, na los! Was ist? Weiter! Du hast mich geweckt, du lahme Ente! Wie? Sag das nochmal! Du lahme Ente! Wir sollten hier lagern, der Stamm ist müde. Das füllt mein Herz mit Zweifeln. Je schneller wir die Bisons einholen, desto besser. Fehlt es den Weisen an Weisheit, ist es kein Wunder, wenn die Jäger den Kopf verlieren. Weiter, Schildkröte! Sag das nochmal! Schildkröte! Vater, was ist nur los? Sie werden langsam alle verrückt. Das ist die Hitze. Sie macht die Menschen reizbar und sie streiten sich aus nichtigen Gründen. Nur wenn die Sioux uneins sind, steht Unheil bevor. Merkwürdig, die Raben sammeln sich. Schnell, schnell, wir müssen fliehen! Flieg, flieg, bevor der große Wirbelsturm kommt! Vater, Mutter, seht nur der Himmel, das sieht aus wie ein Büffelhorn. Oh nein! Oh, der Stamm! Kleiner Dachs! Schneller, kleiner Donner! Kleiner Dachs, hallo! Mein Rücken. Stiller Fels, geht es dir gut? Ist jemand verletzt? Euch ist nichts passiert, hatte ich eine Angst. Wo ist kleiner Dachs? Ah, aua! Oh. Kleiner Dachs! Au! Zum Glück ist nicht viel passiert und es sind auch noch alle da. Irrtum, Yakari, der alles weiß, ist verschwunden. Und Fettauge ist auch weg. Fettauge auch? Fettauge ist auch verschwunden? Ruft alle zusammen! Ihr bewacht das Lager. Wir machen uns auf die Suche. Ich komme auch mit. Los geht's, kleiner Donner. Festhalten, Yakari. Passt gut auf. Fettauge! Der alles weiß. Was hast du denn, kleiner Donner? Ich hab da ein Geräusch gehört. Es kam von dort. Vater, Mutter, da hinten ist jemand. Schauen wir nach. Höher! Oh, Fettauge. Wie bist du denn dort gelandet? Ich? Wer? Wo? Keine Ahnung. Ich war für die... Wo? Diese Wirbelstürme sind gewaltig. Sie können Dinge oder auch Menschen sehr weit davontragen. Willst du nicht mal runterkommen? Nein, nein, nein. Ich bleibe, wo ich bin. Ich bin doch hier nicht heil gelandet, um mir jetzt noch die Knochen zu brechen. Komm da runter, nur Mut. Nein, reitet weiter. Ich komme später nach. Ich hab da eine Idee. Spring schon, das Blätterpolster wird deinen Aufprall dämpfen. Bist du sicher? Sehr dick sieht es nicht aus. Ich warte lieber hier oben. Der nächste Wirbelsturm trägt mich dann sicher wieder runter, nicht? Na siehst du, es geht doch. Uff, ich kann nicht mehr. Ich muss mich jetzt ausruhen. Tja, dann müssen wir ihn abschleppen. Was kann dieser Jäger eigentlich außer schlafen? Hm? Schnarchen! Da, seht mal! Los! Thank you.
Ich hab ihn! Ach. Der gehört der alles weiß. Und wo sollen wir jetzt suchen? Ich denke weiter flussaufwärts. Komm, mein Sohn. Und ich bringe Fettauge zurück ins Lager. Oh. Ach, hallo, Fettauge. Müder Krieger, ist das schön. Jakari und Kühner Blick haben einen gefahrvollen Weg vor sich. Die Strömung hat den Stab anscheinend sehr weit fortgetragen. Hoffentlich finden sie der alles weiß. Ich mache mir große Sorgen. Morgen werden wir ihnen entgegenziehen. Hast du das gehört? Hallo, der alles weiß. Der alles weiß. Schamane? Der alles weiß. Hallo. Hallo. Es wird dunkel. Wir könnten an ihm vorbeireiten, ohne es zu merken. Lass uns hier übernachten, Jakari. Der alles weiß, ist noch am Leben, Jakari. Großer Adler, weißt du, wo unser Schamane ist? Der Stein hält den Schamanen gefangen. Aber das Licht wird ihn wieder freigeben. Was soll das heißen? Brich vor Sonnenaufgang auf und du wirst ein Gesteinsfeld entdecken. Suche dort nach dem reglosen Wolf. Warte ab, bis die ersten Strahlen sein Auge durchdringen. Sie werden die Stelle erhellen, an der du suchen sollst. Aber sieh dich vor, Jakari. Denn bei dieser Suche wird die Ungeduld dein allerschlimmster Feind sein. Die ersten Sonnenstrahlen, die sein Auge durchdringen, erhellen den Ort, an dem du suchen musst. Das hat Großer Adler gesagt. Träume sind voll von Wahrheiten. Wir folgen deiner Vision und reiten der aufgehenden Sonne entgegen. Wir werden durch den Wald reiten, um Zeit zu gewinnen. Stiller Feld sorgt sich sehr um unseren Schamanen. Hey, ich bin ein super Fährtenleser. Wir werden ihn schon finden. Du findest doch nicht mal deinen eigenen Schatten. Seid von nun an leise und achtet auf das kleinste Zeichen, das uns auf ihre Spur führen könnte. Hey! Da ist der Schamane! Ja! Geh weg! Hau ab! Und du willst ein super Fährtenleser sein? Wir sind da, das Gesteinsfeld. Es war gut, dass wir auf deine Vision gehört haben, Jakari. Schnell, wir müssen den reglosen Wolf finden. Da! Die Sonne. Oh je, das war ja knapp. Die Steine sind für unsere Pferde zu locker. Wir gehen zu Fuß weiter. Wir müssen uns beeilen. Der Strahl ist gleich weg. Schau, der große platte Felsen. Jakari! Oh. Meinem Arm hoch. Oh, tut mir leid, es war alles meine Schuld. Großer Adler hatte mich noch vor Ungeduld gewarnt. Na, noch ist nichts verloren. Der alles weiß. Und er lebt. Aber er scheint geschwächt, Vater. Wir müssen versuchen, die Platte anzuheben. Das schaffen wir nie. Du hast recht, Jakari. Versuchen wir es. Es hat keinen Zweck. Alleine schaffen wir das nicht. Nicht bewegen! Daneben! Jakari! 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 Wir sind da! Wir sind überglücklich, dich wieder bei uns zu haben, der alles weiß. Im Heiligen Kreis findet der Stamm seinen Frieden. Und ich bin sicher, jetzt bleiben wir für alle Zeiten zusammen. Nicht mal ein Wirbelsturm kann uns trennen.
Danke, großer Adler. Ohne deine Hilfe hätten wir es niemals geschafft.